V6-Turbo-Motor, der in den Cabrio reinkommt. Und baue den jetzt gerade zusammen. Getriebe und so kommt gleich drauf. Ich mache den eigentlich so weit fertig, dass I dann ja, den einfach einbauen kann. Ne? Uns fehlt noch eine Schraube hier. Von dem einen Massenschwungrad. Das suche ich gerade. Dann habe ich gesagt, also 16.000 weitere Augen könnten mir helfen, hier mitzusuchen. Ich muss sagen, die Kupplung ist gut. Die Speckkupplung ist okay. Die ist echt neuwertig noch. Okay, die Druckplatte jetzt nicht. Ja, aber die Kupplung ist noch neuwertig. Alles schön festgemacht, alles schön mit Loctite. Schön nach Drehmoment natürlich festgemacht. Jetzt machen wir die Hinterkupplung rein und machen die Platte sofort drauf. Die Kupplung ist drin. Ich habe den auch zentriert. Spezialwerkzeug habe ich hier gefunden. Und super schön gerade. So muss das sein. Gut, Kupplung ist drin. Ein Massenschwungrad ist fest. So, wir machen einmal das Getriebe rein. Not macht erfinderisch, Jungs. Mal schauen, ob der so reinpasst. Hoffen wir mal. Sonst, ja. Gibt es Rückenschmerzen? Rückenschmerzen. Kriegen wir aber hin. Ich hoffe mal, dass das Getriebe in Ordnung ist. Ach, guck doch mal. Jungs, das ist ja mal geil hier. Wenn das jetzt klappt, du, dann ist ja mal echt geil. Dann ist, oh, guck mal, wenn wir jetzt den Sitz noch höher machen können, dann ist das echt Baba. Dann ist das Baba. Nein, können wir den Sitz nicht höher machen. Shit. Ja, ist nicht schlimm. Bisschen Muskelmasse, muss sein jetzt. So, jetzt schauen wir, ob wir das hinkriegen. Okay. Mal schauen. Schön aus den Beinen, weil sonst hat man Rückenschmerzen. Ach du Heilige. Ja. Ich bin fast schon drauf. Mit meinem Special Getriebeheber. Geil. Jetzt machen wir die Schrauben drauf. Und dann ist gut. Jetzt muss ich die Schrauben erstmal rausfischen von hier. Auch gut, ne? Ja, müsste das sein hier. So, da fehlt ja noch der Anlasser, den machen wir natürlich später drauf. Ich hoffe nur echt, dass das Getriebe in Ordnung ist. Ne? Da bin ich mal gespannt. So, Temperaturfühler hat gefehlt hier. Den machen wir auch drauf. Und ob der dicht ist, werden wir später sehen. So, jetzt machen wir mal schnell den Kabelbaum. Den haben wir fest. Da fehlen natürlich ein paar Teile. Die baue ich auch schnell ein. Wie Lichtmaschine. Servopumpe, die baue ich dann schnell auch ein. Servopumpe habe ich drauf. Lichtmaschine habe ich drauf. So, sieht der Kabelbaum aus, Jungs. Das müssen wir nochmal dran machen. Das werden wir auch einmal schön verlegen. Ne? Lassen wir auf jeden Fall nicht so. Ganz einfach. Ich brauche den nicht viel beachten. Alles easy. Aber geil verlegen das Ganze. Was ich jetzt nur bemerkt habe, das hier ist ab. Keine Dichtung. Gut, dass ich mal geschaut habe. So, guck mal, Alter, ich habe für dich extra
Hier. Was Lilanes geholt. Lila Band. Lilanes Band, extra für dich. Das falls ist du den nett. Motto so reinbaust, dass du halt dann sagst, ey geil, ist ja cool. Zeig mal, wow. Ja, also Ölfilter, einmal Ölstab, das war's. Sonst habe ich alles nochmal kontrolliert. Servopump habe ich umgebaut. Ja, Motorhalterung habe ich da zwar abgebaut, aber ich habe gesehen, hier gab es ja noch eins. Ja, habe ich nicht gesehen, aber egal. Sonst ist fertig zum Einbauen. Kabelbaum muss ich noch schauen. Da werde ich noch die Halterung von dir nehmen, weil die Halterung war leider nicht dabei. Zeig mal. Ja, der schwebt jetzt hier ein bisschen, aber da muss noch die Halterung drauf. Ja. Ansonsten habe ich den zusammengebaut. Also soweit schon Einbau fertig, ja? Ja, aber mein Rücken tut etwas weh. Hast du gehoben? Ja, ich muss ja Getriebe einbauen. Aber ich habe so eine geile Taktik gehabt, das musst du dir im Video anschauen. Okay. So, auf jeden Fall fertig. Wir können den auf jeden Fall erstmal einbauen, so wie der Ruben das gesagt hat. Wir machen die Antriebswellen drauf und so, dass das Auto erstmal auf VH6 Turbo drin ist. Mhm. Und dann machen wir die Elektrik, das mache ich ja selber. So, Kabelbaumtechnisch. Was sagst du denn jetzt? Also du warst ja immer so, du hast ja letztens gesagt, 800, dann baue ich den Motor aus. Was sagen wir denn jetzt, wenn wir den Motor einbauen wollen? Bitte, hast du so extra Wünsche so? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein. Okay, aber trotzdem könnt ihr das Video liken. Ja, warum nicht, ne? Likes sind immer gut. Ja, ja, war auf jeden Fall ein kleines Update, Jungs. Zum Motor. Hab den ja selber zusammengebaut, ganz schnell. War ja auch nicht viel, ne? Der Typ hat ja auch sehr viel Arbeit gemacht. Aber ich habe ein, zwei Schrauben entdeckt, die lose waren. Oh. Vorsicht. Oh. Ja, da... ja, das Problem ist, du weißt das ja nicht, ne? Du weißt ja nicht, wie er es gebaut hat. Mm-mm. Und da waren du verlässt schon... dich ja einfach drauf, ja. Irgendwo, ne? Links muss ich auch noch einbauen. Was? Aber das hole ich von den anderen. Die hydraulische Kupplung, die hole ich aber von den anderen ganz schnell raus. Kommt da rein. Das war's. Ansonsten super. Ja, ne? Bereit zum bereit. Einbauen. Ja. Sehr schön. Also ich bin echt gespannt. Also Einbauen geht ja schnell. Du setzt den ja nur drauf. Antriebswellen drauf und danach bauen wir den VH6 ja auch komplett um. Aber das kannst du auch machen, Aidan. Was denn? Die Auspuffanlage von dem einen zu dem anderen einbauen und die Stoßdämpfer. Mit deiner Hilfe gerne. KW-Fahrwerk. KW-Fahrwerk? Ja, das heißt, guck mal, das ist ja auch, das kannst du machen, weil das ist ja keine Arbeit. Ne? Du musst dir vorstellen, du musst einmal hier die Auspuffanlage abbauen, Stoßdämpfer abbauen, Antriebswellen einbauen. Also Motor dran, Antriebswellen dran, Fahrwerk raus, Auspuffanlage raus. Mhm. Und die Felgen können wir schon mal nehmen. Oder die Felgen, die Parapolfelgen direkt drauf. Boah, das wird auch schon. Na, die müssen ja noch bearbeitet werden. Ja. Müssen wir auch noch machen. Das können wir alles machen. Haben wir noch ein aber das kannst du machen. Das kannst du machen. Und bald kriegen wir ja einen Besuch von? Von dem Multi. Und warum der Multi heißt, sage ich euch. Weil... Aidan kann es ja nicht umsonst, weil Aidan ist ja in so einer Familie aufgewachsen, wo die immer mit Autos zu tun hat. Voll viele Autos zu tun hatten, genau. Und die haben auch krasse Projekte gemacht in den 90er Jahren. Und dann, wenn wir den Multi, der Multi ist der Bruder von mir, von Aidan. Und ja, den werden wir auch die Tage oder die Wochen sehen. Und da werden wir bestimmt auch mal ein nettes Video machen. Vielleicht hast du ihn ja bis dahin fertig, dann kann der Multi den ja mal fahren. Ja, ne? Das wäre schön. Oh, ist auch interessant. Wie du halt zum Schrauben gekommen bist. Ne? Und ja, was soll ich sagen? Folgt Aidan nicht auf Insta? Nein, ja nicht. Ihr auch nicht gemeint. So, aber ey, das sieht aber echt schön aus. Ne? Lila Bändchen. So, krass, ey, ich habe heute auf Ersatzteile gewartet. Und? Ja. Ist nichts gekommen? Nein, die haben mich angerufen und haben gesagt, ich kriege die morgen. Oh. Deswegen habe ich das ja auch gemacht. Aber ich habe auch nicht lange gebraucht. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Eine Stunde. Eineinhalb Stunden, okay. Okay. Weil ich hatte ja auch nebenbei noch andere Sachen zu tun. Aber hat gepasst. So, ich räume jetzt alles auf. Dann mache ich Feierabend. Ach so, denkt dran, Freitag Livestream. Diese Woche auf jeden Fall 20 Uhr. Ich könnte es eigentlich immer vermerken. Freitags ist immer Livestream. Also, komm in die Werkstatt, wir müssen reden. Freitags immer live. Wann ich gehe, es kann mal um 3 sein, mal um 5 sein, mal um 8 sein, wie diese Woche, weil ich einen AU-Lehrgang habe,
Ich habe AU-Lehrgang um 13 bis 19 Uhr ist das, glaube ich. Und dann komme ich nach Hause und dann gibt es direkt einen Livestream. Kannst direkt berichten. Ja, aber da werde ich bestimmt hier noch ein paar Posts machen. Das heißt, wenn ihr mich nicht auf Insta folgt, könnt ihr es gerne machen und Aida nicht folgen. Nicht folgen. So, wir sehen uns am Freitag spätestens. Und ja, und nächstes Mal, dauert nicht lange, baut sie das ein, den Motor ein, Schussdämpfer ein, Außenfahrlage ein. Wenn ich das alles schaffe. Ja. Ansonsten, ja, gibt's nichts zu sagen. War ein kleines Update-Video. Besser als kein Video. Siehst du, Jungs, ich denke an euch, ne? Hab ich einmal hier kurz Luft hier, mach ich sofort ein Video hier. Yay. Weiß das mal zu schätzen. So, haut rein, bleibt gesund.